Hallo und herzlich willkommen zu den toten Zellen. Während ich gerade darauf gewartet habe, dass OBS updatet, habe ich schon mal einen Run angefangen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich habe davor auch zwei, dreimal versucht, einen Run ohne Waffe zu starten. War eine Katastrophe. Könnten wir im nächsten Part aber auch mal machen. Ich hätte... Boah! Der Weg war sicher. Fress! Au. Fress halt nicht. Mich hat es übrigens auch irgendwie die Kanalisation verschlagen. Ich weiß auch nicht genau warum. Und da hat sich gerade vor meinem Auge die Tür geschlossen. Hallo. Oh, oh. Ja. So viel dazu. Oh shit. Geh mal weg. Ich will hier nicht hin. Das ist ja alles so gruselig. Gruselig, grauselig. Grauselig. Zermatsche mittlerweile. Und euch da drüben mag ich nicht. Ach, Gift macht ihm keinen Schaden, okay. Warum auch nicht? Ich meine, Giftresistenz ist ja anscheinend eine Sache, die existiert. Man mal machen. Oh, da war ein Skorpion. Und da haben wir was anderes. Was mir aber auch wehtut. Ist das nur ein Secret oder ein Weg? Das ist ein Secret. In diesem Spiel kann man ja nie wissen. Au. Oh! Nein! Bitte dich! Bitte dich! Ist das normal, dass heutzutage alles explodiert? Oh, schön, er spart die Entsorgungskosten, aber trotzdem. Falls ihr dieses Spiel spielt, spielt es nie mit Controller, der eine Vibrationsfunktion hat. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das Ding immer vibriert, wenn ihr Schaden bekommt, dann könnt ihr euch denken, wie nervig das ist, wenn man vergiftet ist. Vom
spielerischen her ist vergiftet sein noch nicht mal so schlimm. Ne, aber der Controller geht einem dann tierisch auf den Sack. Hallo. Habe ich hier jetzt die Sümpfe, also die Kanalisation? Kanalisation, yeah. Keine Ahnung, wenn ich schon mal hier drin bin, kann ich ja gleich versuchen, das ganz durchzuziehen. Im Übrigen, was ich auch mal sagen könnte, bei dem Ding. Das habe ich schon so lange und ich wusste nie, was es ist. Ich dachte halt so vom Aussehen, okay, das ist vielleicht irgendein Wurfmesser. Weil ich habe mir bei Turret nicht unbedingt was vorstellen können, weil ich dachte, ja, es ist so ein altertümliches Spiel. Granaten gehen ja noch halbwegs okay, aber Turrets, nee. Und da habe ich vorhin in einem Video gesehen, scheiße, das sind ja wirklich Turrets. Damit, ja, habe ich mich offiziell verarscht gefühlt. Dann nehmen wir die Turrets und den Phaser mit. Können wir beides direkt mal testen. Und der Rest kommt dann da rein. So, Phaser. Enemies hit explode. Enemies hit explode. Heißt das, Gegner, die mich hitten, explodieren oder Gegner, die ich hitte, explodieren? Oder heißt das, Gegner, die ich töte, explodieren? Wie, ne, der. Wenn ich das Ding benutzt habe, wird mein nächster Angriff einfach mal fast verdreifacht. Das wäre eigentlich in Kombination mit dem Damage Buffer ganz schön OP. Erstmal so. Und das ist tatsächlich ein Geschütz. Dann mal schauen, ob uns das irgendwie weiterhilft. In den alten. Ja. Muten, muten. Hatte ich nicht gerade gedrückt, dass er da reingehen soll? Ich dachte, da kam schon die Animation, dass er reingeht, aber nein, anscheinend nicht. Old Sewers. Direkt mit einer Jump'n'Run-Einlage. Wow. Dass hier direkt eine Karotte liegt. Oh, das war gar kein Gegner. Oh, nee, geh da weg. Oh. Das war ja gar kein Gegner. Ich dachte, da läuft Gegner rum. Tja, scheiße, ne? Ich weiß aber tatsächlich noch nicht so ganz, wie dieser Phaser funktioniert. Und ich meine, die Gegner, die können sich ja einfach so zu Leuten hin teleportieren. Schön zu wissen, dass die Turrets auch den Gegner triggern können.
Turret stirbt ganz schön schnell, fällt mir auf. Töte den Pilz. Danke. Auf die Pilze habe ich nämlich keine Lust. Mit denen hatte ich schon mal das Vergnügen. Dann roll dich halt nicht. Mit den Pilzen hatte ich schon mal das Vergnügen, das brauche ich nicht nochmal. Hui, boing. Hallo. Willst du mich verarschen? Hallo. Die explodierenden Nareien. Das ist aber auch so ein bisschen nervig, ne? Gegner, die so schon viel Schaden machen können. Ne, und dann auch noch. Hi, bist du nicht normalerweise in einem verschlossenen Raum? Dann nehme ich die Feuergranate mit. Den Phaser verstehe ich nicht. Nehme ich auch nie wieder mit. War irgendwie eine Zellenverschwendung. Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß halt nicht, wie der funktioniert. Alter, nee. Hui. Was sadistisches Schwert? Was war das denn? Tja, du kannst nur einen von uns blocken. Turret-Typ ist echt ein Freund in vielen Lebenslagen anscheinend. Und ich hab's nicht mal als Turret identifiziert. Ich schäme mich dafür. Oh mein Gott, sie haben das Turret getötet. Ihr Schweine! Oh, hi. Überraschend viel nichts. Sie springen. Wer hat euch erlaubt zu springen? Springen die einfach, als hätte denen das jemand erlaubt. Ungeheuerlichkeit. Wow, der Abschnitt war sinnvoll. Den möchte ich gleich nochmal machen. Oh nein, 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 nein. Au. Oh. 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 Lass mich. Nein. Das war schmerzhaft.
Das, ja. Wie groß ist dieses Gebiet eigentlich noch? Macht mehr Schaden und vergiftet Gegner. Perfekt. Und ich bin schon wieder ein Meister darin, nicht mein Mikrofon zu muten, sondern die Aufnahme zu beenden. Ich hasse es. Ich kann auf meinem PC doch kein Schnittprogramm runterladen, um das zusammenzufügen. Das muss ich alles auf YouTube machen. Das ist doch alles doof. Oder kann ich den Teil vom Part einfach wegschneiden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich, wenn ich sterben sollte, keinen neuen Run mehr anfangen, weil ich nicht weiß, wie lange der Part dauert. Deckung! So. Hauptsache, ich habe eine Granate, die Brandschaden macht und ein Turret, das Giftschaden macht. Das ist auf so vielen Ebenen impressive. Ich weiß immer nicht, was impressive heißt, weil ich kein Englisch kann, aber es ist irgendwas Gutes, denke ich mal. Und was macht... Pilzslayer 300 kommt... Oh nein. Und schreitet zur Tat. Ah! Frantic Sword. Voll die Zellen geklaut. Nein, 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 nein. Kisten mit komischem Fetisch. Sollte ich mehr Angst? Sollte ich Angst haben? Oh shit. Ich glaube, ich habe einen Miniboss gefunden, kann das sein? Bekomme ich jetzt Fähigkeit für die Särge? Nein, 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 nein. Slasher? What the? Slasher? Nein! Ich konnte nichts mehr machen! Ich konnte mich nicht bewegen. Oh nein. Oh. Naja, dann werde ich jetzt mal die beiden Aufnahmen zusammenheften und das, ja. Bis zum nächsten Part und ciao.